1, 1. Das wird noch eine Weile dauern. Ja, also das ist mein Plan. Für die nächsten Folgen. Ich setze eine Reihe aus Fabriken, die ich später wieder abreißen werde. Und falls ich mich da nicht klar ausgedrückt habe, was ich jetzt genau da unten überhaupt vorhabe. Also ich will die Fabriken in dem gleichen Muster aufbauen wie hier oben. Deswegen baue ich auch diesen Übergang, damit das alles richtig schön neues Fabrikmuster hat. Quasi, dass sie durch die gesamte Basis zieht. Und da unten will ich das nicht so machen, dass die braunen Chips hergestellt werden, indem umliegend überall die Subkomponenten sind. Also zum Beispiel hier das Holz zu den komischen Brettern und die Bretter dann direkt da rein und dann der Draht da rein. Sondern ich will einfach einen Block haben, wo 4 Fabriken sind, die braunen Chips herstellen. Und daneben hätte ich gerne einen Block der von 4 Fabriken, die weiße Chips herstellen. Daneben, ne, die grünen und die hellblauen, was noch alles später kommt. Ist denn wieder mehr Arbeit für die Roboter, was aber bis dahin hoffentlich okay ist. Es bedeutet aber auch, dass es für mich wesentlich schöner aussieht. Das ist mir wichtig. Also, ja, muss ich nur ein Auge drauf haben, was die Roboter so sagen. Vor allem, weil es ja da unten doch ein bisschen weiter weg ist von dem Zentrallager. Also ich müsste theoretisch das Zentrallager ebenfalls umbauen. Und zwar hier irgendwo hin. Ja, da unten wäre sogar ein ganz guter Platz. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also sollte auf jeden Fall irgendwo mittiger sein und nicht oben links in der Ecke von der Basis. Aber wo genau, muss ich dann gucken. Ja. Gut, der Roboport da oben ist auch ein bisschen doof. Keine Ahnung, warum ich den da hingesetzt hatte. Setz dich mal lieber da einfach irgendwo hin. Mach hier wieder einen Block Akkus. So, braune Chips halten sich. Also wir brauchen noch mehr braune Chipfabriken, was echt ein bisschen doof ist. Oder sind die einfach so beschränkt? Zeig mal. Oh, hä? Hier sind 600 drin. Also alle braunen Chips gebraucht werden, werden aus der Kiste geklaut. Ja, nee, das ist nicht gut. Ich glaube, ich mache mal kurzfristig aus der dann lila Kiste. Nee, muss ich nicht. Ich muss mir einfach nur im Hinterkopf behalten, dass selbst wenn da nur 600 steht, dass theoretisch mehr hergestellt werden könnten, wenn mehr Bedarf da ist. Also braune Chips sind okay. Wie sieht es aus mit grünen Tränken und hellblauen Tränken? Grüne Tränke sehe ich 1000 Stück. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hellblaue Tränke sind auch bei 600, obwohl wir durchgehend am Forschen sind, ne? Mit unseren 12 Forschungsdingern da. Nee, sind wir nicht. Nein, wir forschen gar nicht. Gib mir alle komischen Alien-Sachen, die du finden kannst. So, gib mir... Da. Tränke. Die wir übrigens auch nicht automatisieren sollten, fällt mir gerade ein, ne? Wegen Verdopplung und so. Ich denke, mit unserer Selbstcrafte-Verdopplungsgeschichte sind wir besser als jede Produktivitätsmodulgeschichte. Wobei... Haben wir noch gar nicht, ne? Zeig mal Produktivitätsmodule. Nein. Plus 15%. Ja doch. Die Produktivitätsmodule sind doch definitiv besser als wir. Wir brauchen halt auch mehr Strom, machen mehr Smog und so weiter. Gib mal das hier alles her. Und mach den See hier mal zu, wenn du das schon kannst. Jo, sehr gut. Ja. Aber da wir jetzt nicht mehr Laboratories 2 zu Ende erforschen konnten, ohne jetzt die restlichen Reste an Artefakten zusammenzukramen, denke ich nicht, dass das irgendwas wird mit den Topaz-Türmen in absehbarer Zeit. Was ein bisschen schade ist, aber gut, lässt sich nicht ändern. Hier fehlt irgendwo noch eine Alienlampe, sonst hätte ich gerade keinen Flackern gehabt. Setz bitte einfach da so eine Alienlampe hin. Okay. Und schmeiß die Lila Science Packs mal hier in die Kiste. Da ist mal rein. Wir sammeln die ganzen Leichen. Da. Zip, alle weg. Wie viele wollten wir in den Kisten haben? Immer nur 5. Ja, ist okay.
Dann bau bitte mal noch mehr davon und dann noch mehr von den Tränken. Dann haut das hoffentlich irgendwie hin. Du kannst mal rein. Die ganzen Subkomponenten hier können da mal rein. Und 15 Türme. Das ist schön. Alte Poles können rein. Zip, 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 weg. Ja, ja. Okay, das muss jetzt eine Weile craften. Das ist okay. Das heißt, ich kann jetzt den einen Turm noch setzen, der hier oben fehlt. Blub. Und ich könnte theoretisch jetzt eine komplette Wand machen. Aus den Türmen. Ha. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber wir hätten immer noch Platz dazwischen für Topaz-Türme. Wovon wir ja eh nicht so viele bauen. Und ich denke, das ist eine gute mittelfristige Lösung. Ja, okay. Das heißt, ich setze jetzt mal da, wo ein bisschen mehr los ist. Also hier und da unten. Dann noch die Extratürme. Wobei ich dran denken muss, ganz unten... Ja, hier zum Beispiel. Wobei ich dran denken muss, ganz unten sind noch nicht mal zwei bei jedem Pfosten, sondern nur einer. Die Lücke sollte ich also zuerst füllen. Auch wenn es hier unten unwahrscheinlich ist, dass sie angegriffen werden. Aber na, wer weiß. Nicht da, da. Dum, 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 dum. So, also es fehlen noch zwei hier und dann die ganzen für die Mittelstücke. Ja, und das ganze Ding kann ich eigentlich da abreißen, falls das falsche Muster ist. Aber was soll's. 1, 2, 3, 4. Blub, blub. Brauch mehr von den alten Fabriken. Da haben wir richtig schön viel Platz hier, wenn das ganze Wasser weg ist. Ja, 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 ja. Ist nur irgendwie ein bisschen schade, dass die Ölsachen hier so mittendrin sind und die da irgendwo mittendrin sind. Die hätte ich eigentlich, ehrlich gesagt, fast ganz gerne ausgelagert. Also ein Außenposten, der nur für Ölverarbeitung ist und ein Außenposten, der nur für anderen Krams zuständig ist. Dass hier in der Basis wirklich nur Fabriken sind. Und dann andere Außenposten, wo Metalle eingeschmolzen werden. Dann hätten wir so einen richtigen, so einen Würfel nur mit Fabriken, komplett. Also einmal außenrum Türme, dann Solarpanels, dann Akkus und dann wusch. Die ganze Innenseite quasi hier voll nur mit Fabriken, die alles automatisieren. Und irgendwo dann mit dem Bahnhof, der dann die Ressourcen reinbringt, die dann der andere Außenposten irgendwo macht. Hm, das ist definitiv ein schönes langfristiges Ziel. Ja, aber später. Tu erstmal das da rein. Damit die Forschung gleich weitergehen kann. Wobei ich jetzt die nächsten Laser... Ah doch, jetzt sehe ich sie. 1000 Stück. Und das wären schon die Topaz-Türme. Range 63. Hammer. Hammer. Brauche allerdings Silver Sapphire Laser Turrets, ja. Achso, und 3000 rote Tränke, 2000 grün natürlich und so weiter. Aber das geht fast. 1000 Liter Tränke geht fast. Ich meine, ich stelle jetzt ja gerade noch 17 Liter Tränke her. Das sind auch nochmal 170. Also schon mal 17%. Und wir haben so noch ein bisschen was hier drin. Und ja, wie gesagt, es geht. Noch ein paar Angriffe, noch ein paar mehr von den Alien-Artefakt-Dingern da aufsammeln. Dann hätten wir das drin. Was brauchen wir jetzt für die Silber-Dinger da, genau. Wir brauchen Gold, Zink und Silber. Alles vorrätig. Und geschliffene Saphire. Die da. Das heißt, wir bräuchten einfach nur einen Park für die Edelsteine. Raw Gems? Das heißt, wir nehmen einfach die Bob-Edelsteine und sortieren die und dann kriegen wir random irgendwelche Ditec-Edelsteine raus. Das ist krass. Können wir das automatisieren? Gucke ich gleich mal. Erstmal würde ich jetzt ganz gerne Sand wieder von unten holen, damit wir mehr Sandmauern haben. Und mehr von den blauen Blöcken, wenn wir noch welche haben. Jo.
Also grenz dich mal auf irgendwie 2 Stacks oder so auf jeden Fall. Sand wollte ich holen, richtig. Oh ja, das schaut gut aus. Was macht das kleine Stromnetz? Ist durchgehend voll. Ein extra Artefakt. Was macht eigentlich mein Blend-Dingens hier? Oh, sehr schön. Mach mal Crafting-Bonus mehr. Und Upgrade-Tool und so. Das passt schon irgendwie. Oh genau, du probier mal das mit dem Sortieren aus. Wo ist Bob-Zeug? Oder das ist der Edelsteinzeug. Ja, oh, Edelsteinzeug. Sortier bitte die Edelsteine um zu den Edelsteinen. Das heißt, du kriegst jetzt die Bob-Edelsteine. Die werden da reingelegt und dann kriegen wir die Deiter-Edelsteine raus. Ja. Und zwar alle. Ja, Raw Turquoise, Raw Diamond. Krass. Okay, das macht das Ganze jetzt wesentlich einfacher. Wesentlich einfacher. Schöne Sache. Der Drill hier sollte dann eventuell zurückkehren, damit wir die weiter abbauen können. Wobei wir haben 7000 Edelsteine im System. Das sollte eine Weile halten. Schön. Die Alien-Artefakt-Pack-Dinger da. Guck mal wieder hier rein. Und ich könnte in der Zwischenzeit irgendwas anderes forschen. Oh, rote Tränke hätte ich noch ganz gerne hier unten. Weil die kommen gerade nicht so ganz hinterher mit den anderen Sachen. Weil wir ja alles verdreifacht haben, außer halt rot. Tungsten Alloy Processing. Brauchen wir für Power Armor 5. Wir haben noch nicht mal Power Armor 1. Wir laufen noch mit einer billigen Schrotflinte rum. Ja. Kurz überlegen. Ich wollte dafür sorgen, dass die Türme besser werden. Also, dass wir die Topaz-Türme haben. Ich wollte ebenfalls dafür sorgen, dass die Roboter entweder besser werden oder schneller. Nee, die Alien Science Packs bewahre ich mir auch für die Topaz-Türme. Und dafür brauchen wir die blauen Chips, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Wir könnten weiter das Zeug hier erforschen, so lange. Ja, mach mal. Mach mal irgendwas Replikator-ähnliches. Okay. Dann schnapp ich mir jetzt mal ein paar von denen und mach das Muster weiter nach unten. So, das sollte reichen. Und beschränk dich jetzt mal bitte auf ein, dann ist das gut. Falls ich nochmal irgendwie Abstandshalter brauche. Das da ist okay. Türme sind immer noch in Arbeit. Guti. Oh, ich bräuchte vielleicht ein paar mehr blaue Ärmchen. Bau mal blaue Ärmchen ein paar, wenn das da durch ist. So. 1, 2, 3, 4. Und dich mal irgendwo da unten zwischen. So. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich müsste gleich unten ankommen. Hoffe ich. 2, 3, 4. Ja, bin gleich da. Sehr gut. Mal gucken, wie das aufgeht. Bitte, lass es ordentlich aussehen. Nicht, dass ich irgendwas dran ändern könnte, aber. 1, 2, 3, 4. Blob. Das ist perfekt, oder? Ha! Sehr schön. Okay. So. Du. Weg. Das ist jetzt die Seite, wo die Kisten hinkommen. Also Fabrik, Ärmchen, Kiste, Ärmchen, Fabrik. Das heißt, hier unten ist genau ein so ein Satz zu Ende. Es geht super auf. Sehr schön. Und jetzt kann ich das hier abreißen. Muss hier nur irgendwie so eine Aux-Station-Linie hauen.
dass sie alle Strom haben und dann kann ich anfangen, hier alles ordentlich aufzustellen. Also 4 Fabriken für gelbe Ärmchen, 4 Fabriken für blaue Ärmchen, 4 Fabriken für grüne Ärmchen, 4 Fabriken für Holz, 4 Fabriken für braune Chips, für weiße Chips und alles mögliche. Also alles im Overkill-Modus. Wobei wir dann keine Roboter mehr haben werden. Ja, aber ich kann es schon mal vorbereiten. Und ich kann mir schon mal merken, dass denn die und die Fabriken quasi besetzt sind für später, dass dann später da was anderes noch hinkommt. Weil das ganze Kuddelmuddelzeug gefällt mir hier nicht. Auch nicht das mit den Flüssigkeiten zwischendurch. Das ist echt ein bisschen doof. So, das hätten wir zu Ende erforscht. Den Evolution-Mod habe ich mir noch gar nicht angeguckt.